Namaste und herzlich willkommen. Mit diesem Yoga-Video mit dir Dinge vertiefen, die wir wahrscheinlich, wenn du im Präsenzunterricht vor Ort da warst, da schon mal berührt haben an Ideen und Eigenschaften und die mit dir in diesem Video vertiefen. Was brauchst du an Hilfsmitteln für diese Praxis? Das ist eine kleine Yogamatte unter dir oder etwas, das dir Halt gibt für die Praxis. Und ja, vielleicht ein Yoga-Block oder etwas Ähnliches, was du griffbereit hast. Wenn du gar nichts in der Richtung hast, dann wir können ja auch mit der Imagination arbeiten. Also wir können dann auch ohne Hilfsmittel arbeiten. Wenn du einen Block hast, dann ist es sicherlich hilfreich. Okay. Ja, bitte dich zunächst, dir einen guten, bequemen Sitz auszusuchen. Und wenn du den gefunden hast, dann die Augen zu schließen. Ein guter Sitz, der definiert sich nicht unbedingt von dem Äußeren. Ja, wir können den ja von außen aufbauen, in einer bestimmten Haltung und einer bestimmten Form und von außen den Sitz definieren. Das ist nicht unbedingt das, mit dem ich mit dir heute arbeiten möchte. Denn die Yoga-Praxis, wie ich sie verstehe und mit dir heute auch praktizieren möchte, ist eher eine Praxis, die von innen entsteht. Ja, die sich weniger an das Äußere orientiert, in eine bestimmte Form oder einen Eindruck, den das Äußere mit sich bringt, sondern mir die Frage stellt, fühlt es sich denn gut an? Ist es für mich eine gute Haltung? Und so, wenn du dich spürst hier im Sitz und den Sitz wahrnimmst, dann macht es nicht von außen, nicht von einer Form, sondern von innen, von einem Gespür. Ich bitte dich zu fühlen, ob der Sitz, in dem du jetzt bist, gut ist. Und das ist natürlich auch mit der Möglichkeit verbunden, da nochmal zu verändern und zu verfeinern. Wenn es ein für dich stimmiger Sitz geworden ist, dann lass uns einen Moment innehalten. Innehalten vom Fluss des Tages, von dem, was heute schon hinter dir liegt an Eindrücken, an Wegen, die du gingst, an Erfahrungen, die du gemacht hast, auch an den Dingen, die die äußere Welt mit sich gebracht hat. Lass uns für diesen Moment uns davon lösen. Einen Moment des Entschleunigens kreierens. Ein Moment, um anzukommen mit Körper und Geist. Körperlich, physisch bist du ja schon hier angekommen, auf deiner Unterlage und in deinem Sitz. Lass auch den Geist bei dir ankommen. Weniger über das Gefühl zu denken und nachzudenken, mehr über ein Gespür für dich selbst. Und so spüren den Sitz, spür die Dinge, die du berührst unter dir. Und lass dich dort in diese Berührungsflächen hineinsinken. Spür auch die Dinge, die dich berühren, die Kleidung, die du im Moment trägst, sogar die Luft, die deine Haut berührt. Und schenk dir die Möglichkeit, über diese Berührungen die Haut zu entspannen. Lass sie durchlässig werden und weich. Und dann lass das Gefühl zu entspannen auch tiefer in den Körper fließen, hin zur Muskulatur. Auch hier kannst du ein Gefühl der Entspannung, der Durchlässigkeit schenken. Sie kann die Anstrengung der Wege, die hinter dir liegen, loslassen. Und dann kann dieses Gefühl der Entspannung noch tiefer in den Körper fließen, bis in die Strukturen der Knochen und bis in deine Gelenke. Schenk ihnen auch eine innere Weite, einen Raum zum Entspannen. Und so wie jetzt deine äußere Hülle, dein Körper entspannt ist und durchlässig geworden ist, so bitte ich dich noch einmal, dich aufzurichten und innerlich zu wachsen. Auch das mit einem Gefühl der Leichtigkeit und Freiheit. Es braucht sicherlich ein bisschen Stabilität, um dich aufzurichten. Es darf aber auch sehr viel Entspannung erfahren, um wirklich lebendig anzukommen. Und diese beiden Pole, auf der einen Seite die Spannung und Kraft, auf der anderen Seite die Entspannung und Leichtigkeit. Diese beiden Pole werden wir besonders in dieser Yogastunde erfahren und mit ihnen spielen. Ich bitte dich, ein gutes Maß zu finden aus der Kraft, die dich aufrichtet und der Entspannung, die den Sitz bequem und gemütlich werden lässt. Und wenn du dieses Gefühl gefunden hast, dann nimm auch die Atmung wahr.
Sie kann jetzt viel leichter dich atmen, denn einerseits bist du aufgerichtet, da sind die Atemräume zugänglicher, die Atmung kann sich vertiefen. Andererseits mit einem entspannten, durchlässigen Gefühl des Körpers kann die Atmung viel freier sein. Sie braucht nicht mehr gegen Widerstände zu atmen. Sie kann dich lebendig und frei in all ihrer Fülle und Tiefe atmen und verwöhnen. Nimm also wahr, wie du einatmest und ausatmest. Dann bringen wir den Beginn dieser gemeinsamen Yoga-Praxis die Hände bitte vor dem Raum des Herzens zueinander. Da können sich sowohl die Handinnenflächen berühren und verbinden, du kannst aber auch gerne die Daumen an das Brustbein auflegen und hier eine Verbindung schaffen, eine Verbindung zum Raum deines Herzens. Und dann atme tiefer aus. Und wenn die nächste Einatmung kommt, dann öffne die Arme, breite sie aus zur Seite und heb sie nach oben in die Welt. Und wenn du ausatmest, dann bring die Hände zueinander, vor den Raum der Stirn, vor den Mund und zurück vor den Raum des Herzens. Öffne dich dort noch einmal neu mit der Einatmung, breite die Arme aus, bringe sie nach oben. Und ausatmen, bring die Hände wieder vor dem Raum des Herzens zurück. Wenn du magst und dich verbeugen möchtest vor dir selbst zum Beginn dieser Stunde, dann mach das, dann schenk dir diese Verbeugung mit einem Gefühl des Willkommens. Und wenn du dich wieder aufrichtest, dann bitte ich dich, die Augen wieder zu öffnen. Namaste noch einmal. Und lass uns an den Vierfüßler wechseln. Wenn du ihn für dich gefunden hast, dann nutze ihn und finde Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Das, was du magst, das, was dein Körper braucht, dann immerhin ist ein Werkzeug, das dich durch den Tag, den du gehst, begleitet. Und das, was du ihm forderst, was du ihm abverlangst, so fühlt er sich jetzt. Und das kannst du ihm auch wieder zurückschenken mit diesen kleinen oder größeren Bewegungen. Und dann lass uns die Bewegung in den Schulterbereich tragen, die Schultern nutzen, uns zwischen ihnen hochschieben und nach unten eintauchen. Ja, so dass du abwechselnd dich zwischen den Schulterblättern hochschiebst und zwischen ihnen nach unten eintauchst, so können die Schulterblätter sich berühren. Und wenn du magst und es möglich ist, dann lass daraus ein Kreisen entstehen, ein Schulterkreisen. Dann komm nochmal in die Bewegung, vielleicht ein Katzenbuckel und Pferderücken oder eine schlängelnde Bewegung. Und das erste Mal für diese Praxis in den abwärts schauenden Hund nach oben. Nutze auch hier Bewegungen, die dir gut tun. Kleine und große, ruhige und dynamische. Alles, was du magst, um dich durchzurecken. Und dann komm in diesen Bewegungsfluss nach vorne, den hohen Liegestütz. Und gleite in die Bauchlage nach unten, bitte. Auch hier kannst du dich räkeln und schlängeln, nach rechts und links. Vielleicht die eine oder andere Drehung einbauen, denn Drehungen sind heute Ideen, die uns durch diese Stunde führen. Das ist eine sehr schöne, sehr leichte Art, sich hier zu drehen und zu verschrauben. Und ich bitte dich aus der Mitte, dich nach oben zu räkeln, in die erste Rückbeuge, in die erste Kobra oder aufwärts schauenden Hund, je nach Wunsch. Und dich wieder zurückzustrecken in den abwärts schauenden Hund. Noch in der Bewegung zu bleiben, dich noch zu verwöhnen. Und dann komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler. Auch nochmal in die Bewegung fließen und dich verwöhnen. Und dann dich zum Kind räkeln. Komm da ganz in Ruhe hier an. Einen Moment innehalten. Das kannst du gerne mit kleinen Bewegungen machen, ja, dich hineinräkeln in diese Haltung. Und dann die Atmung beobachten, wie sie dich verwöhnt im Raum des Rückens. Lass es dahin atmen. Und komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler. Bitte dich jetzt mit einer Hand nach vorn zu kommen und für einen Moment mit der Stirn Richtung Unterlage zu sinken, dich in diese sehr schöne Länge hineinfließen zu lassen. Dort zu atmen. Und dann komm wieder zurück in die Mitte. Mit dem linken Arm nach vorn greifen, hier eintauchen nach unten, dich entspannen, der Atmung Raum schenken und wieder zurückkommen nach oben.
Gut. Wenn du einen Block zur Hand hast, dann nutz den jetzt und leg den bitte zwischen die Oberschenkel, also klemm ihn zwischen die Oberschenkel. Wenn du nichts dergleichen hast, kannst du dir vorstellen, du würdest jetzt einen Yoga-Block, also so etwas wie hier, einfach zwischen den Oberschenkeln festhalten. Das geht auch imaginär. Oder einen Luftballon, den du da drückst. Dann stell die Füße bitte auf und halte den Block gut. Wir gehen noch einmal in eine ähnliche Sequenz, diesmal aber weniger in der Lebendigkeit und Leichtigkeit, vielmehr in der Stabilität und Kraft. Und das eine hast du schon erreicht, du hältst den Block, dadurch ziehen sich die Beine aufeinander zu. Ja, sie kommen aus der Peripherie, aus den Seiten hin zu einer Mitte, zu einer Mittellinie des Körpers oder einer Mittellinie der Unterlage unter dir. Drück diesen Block, nicht quetschen, sondern drücken und halten. Jetzt fläche die Finger auf und beug die Ellenbogen etwas nach außen. Jetzt stell dir vor, du ziehst die Hände aufeinander zu. Ja, also wenn die Unterlage rutschen würde, würdest du die Hände zusammenbringen. Ja, merk das. Ein anderes Bild, ja, du kannst die Matte falten zwischen deinen Händen. Ja, dir vorstellen, du faltest sie. Ja, mach da auch einiges, nicht ganz kraftvoll, aber schon bewusst. Bleib hier, drück die Hände zueinander, drück den Block. Und jetzt bring die Ellenbogen zu dir nach hinten, dreh die Arme so auswärts aus den Schulterbereichen und streck die Arme. Du drückst immer noch den Block, du schleifst die Hände aufeinander zu, du ziehst alles zur Mitte, wird sicherlich auch die Rumpfmuskulatur aktiviert. Und jetzt kommst du in dieser Kraft hoch in den abwärtsschauenden Hund. Ja, immer noch den Block halten und die Hände aufeinander zuziehen. Das ist eine ganz andere Qualität, ist viel kraftvoller, viel zentrierter. Wir ziehen alles zur Mitte, die Arme und Beine zur Mitte. Und diese Mittellinie bitte ich dich zu strecken. Also die Arme zu strecken, die Wirbelsäule hochzustrecken, das Becken zu heben, die Beine zu strecken und diesen Block nach hinten wegzuschieben. Atme in die Rücksatte. Einatmend, komm nach vorne, den hohen Liegestütz. Immer noch diesen imaginären oder tatsächlichen Block halten und drücken, die Hände sanft aufeinander zuziehen, ist der gesamte Oberkörper stark, ausatmen, wieder hoch in den Hund strecken. Einatmend nach vorne, den Liegestütz kommen, drücken, halten, ausatmen, zurück in den Hund. Und ein letztes Mal bitte einatmen nach vorne, den hohen Liegestütz, du kannst ein bisschen tiefer kommen, die Ellenbogen beugen, wenn du möchtest, dich wieder hochschieben und zurück in den Hund kommen. Und dann in den Vierfüßler wieder auflösen, bitte. Und dann, wenn du den Block hast, dann nimm ihn zur Seite. Und nutze mal Bewegungen, um jetzt dich zu verwöhnen. Vielleicht auch die Wärme und die Spannung wieder zu verteilen im Körper. Bewegen, genießen, ankommen und zurück zum Kind. Bitte einen Moment an der Pause. Da kannst du gerne die Handgelenke verwöhnen, der Atmung Raum schenken, sie vertiefen und verfeinern. Jetzt komm bitte wieder nach oben in den Vierfüßler. Stell die Füße auf, denk dir noch einmal diesen Block, den du zwischen den Oberschenkeln hältst. Beug die Ellenbogen, zieh die Hände zueinander. Bring die Ellenbogen nach hinten und streck die Arme und komm wieder hoch in den abwärts schauenden Hund. Noch einmal bitte die Ellenbogen nach außen beugen. Du tauchst etwas tiefer mit dem Kopf ein Richtung Erde. Dreh die Ellenbogen zu dir und streck die Arme. Streck dich hoch mit dem Becken. Streck die Rückseite, streck die Beine. Einatmend, komm nach vorne, den hohen Liegestütz, den Block halten, die Hände aufeinander zuziehen. Ausatmend, in die Bauchlage gleiten. Und hier bitte ich dich zu entspannen und noch einmal dich zu räkeln. Und zu schlängeln. So wie es dir gut ist, so wie es dich verwöhnt. Und dann recke dich hoch in die nächste angenehme Rückbeuge und komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Und hier mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Eine ganz weiche Vorbeuge. Dann eine halbe Vorbeuge, streck den Rücken nach vorn, einen ganz langen Rücken. Und entspann wieder die ganze Vorbeuge nach unten. Jetzt bringst du die Hände auf die Oberschenkel, kommst in eine Hocke nach oben, nutz sie und verwöhne dich hier mit Bewegungen, die dir gut tun. Halt und Kraft ist jetzt im Kontakt der Füße zum Boden. Drück dort den Boden nach unten und dadurch streckst du dich nach oben, wirst groß, richtest dich auf, streck die Arme hoch und streck dich abwechselnd ganz groß aus. Dann bring die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander und nimm die Atmung wahr, wie sie dich durchströmt. Dann beug die Knie ein wenig an, tauch mit den Fingerkuppen Richtung Knie ein und einatmend, komm über vorne hoch in die Welt, atme aus in die Vorbeuge nach unten, beug die Knie, umso weicher kann der Oberkörper ausgleiten. Einatmend in die halbe Vorbeuge nach vorn strecken, ausatmend in die ganze Vorbeuge wieder entspannen.
den rechten Fuß im Einatmen weit nach hinten setzen. Ausatmen, den linken Fuß mitnehmen zum abwärts schauenden Hund. Einatmend in den Katzenbuckel nach unten fließen. Zum Pferderücken weitergleiten. Ausatmend zum Kind entspannen. Einatmend, komm wieder nach oben in den Katzenbuckel. Fließ entspannt zum Pferderücken. Ausatmend, komm hoch in den abwärts schauenden Hund. Streck die Rückseite, zieh die Hände und Beine aufeinander zu. Einatmend in den Liegestütz kommen. Ausatmend in die Bauchlage eintauchen. Einatmen, eine neue Rückbeuge. Becken rollt etwas ein, Schultern rollen zurück. Ausatmen, schwingst du dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, hier dein rechtes Bein bitte nach oben. Schieb die Ferse weit von dir weg. Und ausatmen, schwing den rechten Fuß bitte nach vorn. Hier bitte ich dich einen Moment anzuhalten. Und die Zehen zu heben, die Zehen im rechten Fuß. Und dann kannst du sehen, dann sind die Sehnen aktiv, dann ist die Muskulatur aktiv, das Längsgewölbe hebt sich nach oben. Und der Fuß ist stabil. Da ist jetzt Kraft, da ist jetzt Halt. Bleib so, wie der Fuß sich anfühlt und leg die Zehen ganz weich und sanft wieder zurück zur Erde. Jetzt würdest du sie ausgleiten lassen am Boden. Ja, das ist dieses Spiel aus Spannen und Entspannen. Der Fuß ist gespannt, Zehen sind entspannt. Jetzt drück den Fuß in die Erde nach unten. Ja, zieh die Beinmuskulatur ein bisschen hoch zum Becken. Finde dort Halt, schließ den Beckenboden. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann streck die Arme nach vorn. Bleib am Oberschenkel. Ausatmend, bring die Arme nach hinten. Und mach das für dich bitte weiter. Ja, das Kraft in den Beinen. Und die Arme sind ganz frei. Die kannst du ganz leicht bewegen. Noch ein, zwei Runden bitte. Und wenn du dann beim nächsten Mal einatmest, dann schwing die Arme bitte nach oben, komm langsam nach oben, richte dich auf und bring für einen Moment die Hände bitte an die Hüfte. Bau nochmal die Basis auf, erde die Füße gut, spann die Beinmuskulatur etwas an, zieh sie hoch Richtung Becken und schließ den Beckenboden. Und das ist jetzt die Basis, die dir Halt gibt, das ist dein Fundament. Jetzt stell dir eine Hose vor mit einem Knopf, den du etwas enger zumachst. Und jetzt lass von dir die Leichtigkeit nach oben entstehen, den Auftrieb hoch. Rakel dich hoch nach oben. Und strecke die Arme nach oben. Hier kannst du wachsen, strecken, leicht werden nach oben und doch zentriert bleiben nach unten. Und wenn du hier angekommen bist, dann greif dir mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Zieh dich hier nach oben, zieh den linken Arm hoch. Für den noch einmal Halt im Beckenbodenbereich und im unteren Bauchraum, da wo ein Hosenknopf ist. Und mit dieser Sicherheit, mit diesem Halt, lehnst du dich im Oberkörper etwas nach rechts, eine Seitbeuge nach rechts. Und da ist ganz viel Länge zwischen der linken Hüfte und der linken Hand. Atmen hier in diese Weite. Lang und weit. Und die Atmung fein und tief. Und dann komm langsam bitte wieder zurück nach oben. Und bring die Hände vor den Raum des Herzens. Auch hier mal tief atmen. Dann stützt die Hände bitte an den Oberschenkel oder an das Knie. Und du kannst jetzt gerne das hintere Knie zum Boden senken. Ja, das wäre eine Idee, um so einen Teil dieser Spannung wieder loszulassen. Andererseits, wenn du den Wunsch hast, in dieser Kraft zu bleiben, dann lass einfach das hintere Bein gestreckt. So, jetzt bitte ich dich, mit dem linken Ellenbogen an die Außenseite des rechten Beines zu kommen, beziehungsweise Außenseite des rechten Knies. Und da kannst du an diesem Kontakt kannst du ein bisschen Kraft aufbauen. Also drücke den Ellenbogen gegen das Knie und halte mit dem Knie dagegen. Jetzt bring die rechte Hand von oben in die linke Handfläche hinein. Auch hier kannst du Kraft aufbauen, kannst von oben nach unten drücken. Und diese beiden Punkte, ja, mal die Handflächen, die sich berühren und der Kontakt am Knie, beides kannst du nutzen. Da ist Kraft und aus dieser Kraft umso weicher dich nach rechts jetzt schrauben. Ja, ganz frei kannst du dich drehen. Das wäre nicht möglich, wenn du nicht diesen Kontakt hättest am Knie und zwischen den Händen. Atme, finde Halt im Beckenboden und saug den Bauchnabel sanft nach rechts hoch, als würdest du den am Oberschenkel entlang hochziehen. Atmen, strecken, drehen. Und wieder leicht werden in der Haltung. Und wenn du ein bisschen mehr in die Kraft gehen möchtest, dann bitte ich dich mit der nächsten Ausatmung, die Arme von dir wegzustrecken.
Ja, und dann ist zwischen den Armen ein Fenster, durch das du nach rechts an die Welt schauen kannst. Atme hierhin in diese Weite der Welt und einatmen, schraub dich zurück, noch einmal nach oben bitte aufrichten und ausatmen, die Hände zum Boden bringen, einen Schritt zurück nach hinten. Und dann nimm die Unterschiede wahr zwischen rechts und links, bewege dich, räkel dich, mach kleine Hüpfer, wenn du möchtest. Du kannst hier bleiben oder kurz im Vierfüßler entspannen oder wenn du Bewegungslust hast, einatmen nach vorne den Liegestütz, ausatmen in die Bauchlage, einatmen in die Rückbeuge nach oben, ausatmen zurück in den Hund. Heb das linke Bein nach oben, mach die linke Seite lang und groß und schwing den Fuß nach vorn bitte. Gut. Auch hier den linken Fuß erden. Und die Zehen heben. Und so wie du die Zehen hebst, so siehst du die Füße, der Fuß ist aktiv, die Sehnen sind aktiv, Fußgewölbe richtet sich auf. Drück die Auflageflächen des Fußes in die Erde, bleib im Fuß zentriert, bleib so kraftvoll und entspann die Zehen. Dann kannst du sie ganz weich, ganz sanft ausgleiten lassen. Immer noch den Fuß stabil halten. Jetzt zieh etwas mehr die Beinmuskulatur Richtung Becken, schließ den Beckenboden und bring im Einatmen die Arme nach vorn, streck dich lang. Von der hinteren Ferse bis vor in die Fingerspitzen. Ausatmen, bring die Arme nach hinten. Und mach das für dich weiter, bitte. Ja, die Kraft ist in dem Bein- und im Beckenbereich und die Leichtigkeit in der Bewegung der Arme. Noch zwei, drei Runden, bitte. Und wenn du dann beim nächsten Mal einatmest, dann schwing dich ganz in Ruhe nach oben, richte dich auf und bring im Ausatmen die Hände an die Hüfte. Dann finde noch einmal die Basis, eine gute Schrittstellung, einen guten Kontakt zur Erde. Und dann zieh die Beinmuskulatur wieder sanft hoch Richtung Becken, schließ dort den Beckenboden. Und stell dir vor, du hast eine Hose mit einem Knopf, an den du etwas enger machst. Und da hast du ein Fundament. Beckenboden, Beine, Füße und Erde unter dir sind alles ein Fundament, die dich tragen. Von dieser Basis kannst du dich nach oben rakeln. Bitte leicht nach oben. Lange Flanken, lebendige Schultern, gelöster Nacken, entspanntes Gesicht. Und da kannst du dann die Arme heben. Und jetzt greif bitte mit der linken Hand das rechte Handgelenk, zieh dich hier ein wenig höher nach oben, mach die rechte Seite lang und neige dich langsam nach links. Und das geht dann mit Sicherheit gut, wenn du den Beckenboden schließt und den unteren Bauchraum mit diesem Hosenknopf aktivierst. Rechte Seite ist lang, beginn dorthin zu atmen, in all diese Weite und Größe. Und einmal tief hierhin atmen, und dann komm langsam wieder nach oben, richte dich auf, streck die Arme hoch und bring im Ausatmen die Hände zum Raum des Herzens. Dann stütz dich bitte auf, Oberschenkel oder Knie, und auch hier kannst du das rechte Knie gerne aufsetzen. Das ist deutlich entspannter, aber trotzdem brauchst du natürlich noch Halt. Oder wenn du eben heute mehr in der Kraft sein möchtest, dann bitte ich dich, das hintere Bein wieder zu strecken. Jetzt bring den rechten Ellenbogen an die Außenseite des linken Knies und finde da eine Basis. Drück gegen das Knie, halte mit dem Knie dagegen und leg jetzt die linke Hand von oben in die rechte. Mache hier diesen Schub von oben nach unten und an diesen beiden Flächen, an der Handfläche und an dieser Berührungsfläche am Knie, wenn du da Kraft aufbaust, kannst du dich umso leichter nach links drehen. Gib der Atmung Raum. Schließ den Beckenboden und zieh den Bauchnabel nach links hoch, als würdest du ihn am Oberschenkel entlang hochziehen. Und da gibt es nochmal mehr Halt, mehr Sicherheit und umso gelöst, umso freier kannst du drehen. Lass es atmen. Und wenn du mehr magst, dann nutz die Ausatmung und strecke die Arme von dir weg und schau zwischen den Armen in das Fenster der Welt. Einmal noch ganz tief atmen. Und mit dem nächsten Einatmen komm wieder nach oben, richte dich auf und ausatmen, bring die Hände zurück zum Boden. Mach einen Schritt zurück in den Hund und dann nimm dich wahr, dass Bewegungen entstehen, da wo sie dir jetzt gut tun.
Und dann komm einen Moment hier an. Denk dir wieder den Block zwischen den Beinen. Zieh die Hände aufeinander zu. Und dann streck die gesamte Mitte des Körpers lang. Schick die Atmung in den Raum des Rückens. Und dann komm einatmend nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmend in die Bauchlage nach unten. Einatmend in eine neue Rückbeuge nach oben. Ausatmend wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Und von hier in den Vierfüßler. Und jetzt wieder ein Moment der Entspannung, der Lebendigkeit. Räkel dich, verwöhne dich. Und dann bitte ich dich, die großen Zehen näher zu bringen, die Knie weiter nach außen zu öffnen und einen Moment in das Kind einzutauchen. Mach es dir da ganz, ganz gemütlich. Genauso, wie du jetzt sein möchtest. So, wie es dir gut tut. So, komm hier an. In diesem Körpergefühl, das du jetzt hast, in dieser Wärme, in dieser Energie, vielleicht in diesem Pulsieren in dir. Nimm das alles wahr. Dann vertief die Atmung und leite es in den Raum des Rückens. Lass es dort atmen. Und dann stützt die Hände bitte im Bereich der Knie auf der Unterlage oder sogar auf die Knie. Und wenn du da jetzt ein bisschen Kraft nach unten gibst, kannst du dich ganz leicht und frei nach oben hochrollen. Und dann bitte ich dich, dir einen guten Sitz auszusuchen. Da, wo du jetzt ein paar Momente einfach bequem bist. Wir bringen jetzt etwas mehr Aufmerksamkeit in die Handgelenke, denn wir brauchen sie gleich, um uns von ihnen tragen und stützen zu lassen. Und so bitte ich dich zunächst, die Handgelenke zu kreisen. Einfach so, wie es für dich jetzt gut ist. Auch mal mit weichen Fäusten zu kreisen, in die eine und die andere Richtung. Auch immer die Hände auffächern und Fäuste machen abwechselnd. Oder mal ganz locker, ganz sanft die Arme ausschütteln. Gut. Wir starten jetzt eine Sequenz, in der wir mit etwas mehr Kraft und Stabilität arbeiten werden und wir werden auch die Handgelenke als Basis nutzen, auf denen wir uns dann aufstützen werden. Schau bitte, da es ja ein Video ist und ich nicht den direkten Kontakt zu dir habe, immer wie es dir gut ist und wo du mitgehen möchtest und wo es vielleicht ein Tag ist, um das nicht unbedingt alles mitmachen zu wollen oder zu müssen. Also, lass uns starten mit einer Hocke. Und wenn du dann in dieser Hocke ankommst, dann bitte ich dich, die Hände vor dir aufzustützen, sodass die Arme an die Innenseiten der Beine kommen. Ja, die Füße relativ nah zueinander, die Knie nach außen. Und ja, jetzt fächer die Finger bitte auf, mal eine ganz große Basis. Und dann beug die Ellenbogen bitte an und schieb sie etwas nach außen und versuch da an der Innenseite der Knie eine Kuhle zu finden, in der du einen guten Kontakt aufbauen kannst. Also drück die Ellenbogen an die Innenseiten der Knie. Du drückst die Knie nach außen mit den Ellenbogen und die Knie halten dagegen, die ziehst du wieder zueinander. Das ist im Prinzip das, was wir vorher mit den Beinen machten, als wir da so einen Block hatten. Ja, und den drückten. Das ist die gleiche Idee, eine Bewegung von außen nach innen. Ja, die Beine zentrieren zur Mitte, aber dort halten die Arme dagegen. Und je mehr du Kraft hier hast an diesem Kontakt, desto leichter wird es dir jetzt fallen. Denn wir bringen jetzt etwas mehr Gewicht nach vorn. Und dann schauen wir für dich, ja, wie weit kannst du Gewicht nach vorn verlagern. Wir gehen zu Karkasana, wir gehen zu der Krähe. Und mal zwischendurch wieder zurückkommen. Ja, also bekomm ein Gefühl, ja, wie ist das Gewicht, wie kannst du es nach vorn verlagern. Und je weiter vor du kommst, desto leichter wird es an den Füßen und ruhig nochmal zwischendurch zurück.
Einmal bitte die Ellenbogen an die Knieinnenseiten drücken. Je mehr Stabilität hier ist, je besser entsteht hier eine Drehachse, um die du dich herum drehen kannst. Also es braucht dir den Druck. Ja, und mit dieser Kraft bitte ich dich wieder nach vorn zu kommen, mal zu ein Gefühl zu bekommen, wo vielleicht es möglich ist, dass die Füße einen kleinen Moment heben. Das ist nicht mit Hopsen gemeint, also nicht wirklich hochspringen. Es ist eher das Verlagern des Gewichtes. Ja, und so werden die Füße zwangsweise irgendwann mal heben können. Wenn das passiert, vielleicht einen kleinen Moment, dann atme hier. Wenn es länger möglich ist, dann verweile einen Moment, spüre dich in Kraft und doch eine Idee von Leichtigkeit. Und wenn es reicht, kommst du wieder zurück. Aber zwischendurch die Handgelenke wieder verwöhnen. Nicht frustriert sein, wenn es mal nicht so gut geht. Das ist immer ein Weg. Hier, so wie Yoga-Praxis, die Yoga-Praxis ja auch immer ein Weg ist hin zu etwas. Und manchmal ist der Weg jetzt schon da, dass das Ziel erreicht. Manchmal ist es eben ein Weg dahin. Das ist okay. Ja? Lass uns mal diesen Weg gehen. Hände auffächern, Ellenbogen nach außen, gegen die Knieinnenseiten drücken, mit den Beinen dagegen halten und Gewicht nach vorn verlagern. Und hier ankommen. Und egal, wo du bist, gibt der Atmung Raum und Zeit und Tiefe. Und komm wieder zurück. Lass uns mal einen kleinen Schritt weitergehen, eine Veränderung einbauen und das Paket der Beine nach rechts drehen. Der Weg ist immer noch nach vorn. Wir werden uns wieder nach vorn verneigen, aber die Beine zeigen nach rechts. Eine neue Drehung in dieser Sequenz. Die Hände vor dir gut aufsetzen. Jetzt hat der rechte Ellenbogen einen recht guten Kontakt an die Außenseite des Knies. Der Kontakt wird noch besser, wenn du die Ellenbogen zu dir anbeugst, die Arme also etwas anwinkelst und versuchst, die Außenseite des Knies dann vielleicht eher an den Oberarm aufzusetzen. Linke Ellenbogen, das ist ein bisschen schwieriger, Kontakt aufzubauen. Idealerweise so, dass du dir das einrichten kannst, dass du auch mit dem linken Ellenbogen an die Hüftknochen kommst, denn du brauchst diesen Kontakt hier für das Weitere. Also ruhig ein bisschen basteln, bis es funktioniert. Und wenn du das Gefühl hast, du hast mit beiden Armen Kontakt zu dir selbst, dann kannst du wieder Gewicht nach vorn verlagern. Mal schauen, wo ist denn jetzt hier ein Hebel, an dem vielleicht die Füße mal kurz den Boden verlassen können. Ja, wenn du den hast, dann bleib, verweile. Manchmal kann man ein Bein strecken oder ein bisschen spielen hier. Und wenn es dir gut ist, dann komm wieder zurück. Lass uns mal die andere Seite probieren. Da so alles nach links. Die Hände vor dir auffächern. Was eine richtig große Basis. Du brauchst den Halt hier, also Finger auffächern. Und jetzt ist es relativ leicht, mit dem linken Ellenbogen an die Außenseite des Knies zu kommen. Wenn du den Arm da anwinkelst, dann versuch die Knie an den Oberarm aufzustützen. Rechts ist wieder etwas schwieriger. Manchmal geht es erst mit dem Weg nach vorn. Findet aber auch hier eine Möglichkeit, dich aufzustützen oder die Hüfte aufzusetzen am Ellenbogen oder Oberarm. Und wenn du das hast, dann kannst du einen Schritt weiter nach vorn kommen, Gewicht vorverlagern und die Füße lösen. Und hier ankommen, dich freuen, manchmal auch ein bisschen wundern, was möglich ist. Und vielleicht ein bisschen spielen mit der Haltung. Und wenn es gut ist, dann wieder zurückkommen. Voilà, vielen Dank. Ja, lass uns einen Moment wieder in den Sitz kommen und mal die Augen schließen. Manchmal fragt sich das Ego, warum ging das jetzt nicht so leicht? Manchmal klappt es nicht so gut, da fehlt die Kraft, da fehlt die Geschicklichkeit, manchmal ist immer irgendwas. Aber es ist nur eine Frage des Kopfes. Ich bitte dich, davon wieder loszulassen und in den Körper einzutauchen. Wie fühlt sich der Körper jetzt an? Nimm das für dich wahr. Die Spannung, die Wärme, die Energie, die Atmung, die den Körper durchströmt. Lass es dich wieder tiefer und feiner atmen.
Und dann öffne wieder die Augen und möchte dir die Handgelenke ein bisschen verwöhnen. Das kann wieder mit ganz sanften Kreisen sein, beispielsweise. Sicherlich hast du da jetzt auch ein Gefühl, was den Handgelenken für dich jetzt gut tut. Ja, dann bring die Handgelenke bitte zueinander und kreis ganz weich, ganz sanft über sie hinweg. Und wenn du hier kreist, dann wechsel auch die Richtung. Und dann wechsel bitte zum Langsitz. Bring die Füße also nach vorn. Und auch sie kannst du ein wenig verwöhnen, die Beine und Füße, wenn du die Füße mit etwas Abstand zueinander auflegst und die Füße kreist. Ganz groß, ganz lebendig. Auch mal in die andere Richtung. Und dann bring die Füße bitte wieder zueinander und komm nach oben in den Langsitz. Richte dich also auf. Da kannst du gerne die Gesäßmuskulatur etwas nach außen ziehen und hier ankommen. Auch hier braucht es einen guten Mix aus Stabilität und Leichtigkeit. Stabilität ist in den Beinen. Ich bitte dich, die Fersen von dir wegzuschieben und die Kniekehlen nach unten zu drücken. Ja, dann sind die Beine zentriert, sind kraftvoll, haben Energie. Ja. Bleib so, lass dein Becken schwer werden und richte dich auf, lass den Oberkörper leichter werden. Beine sind aktiv, Oberkörper wächst leicht nach oben. Jetzt roll den Kopf bitte ein für den Kinn Richtung Brustbein und runde dich über einen imaginären großen Luftball über den Beinen nach vorn. Den Rücken rund machen. Und dann bring die Arme nach vorn und finde dort Halt, wo du gut ankommst. Dann Schienenbein. Sprunggelenke, Füße oder Zehen, einfach da, wo es für dich passt. Komm da an. Und finde nochmal dieses Wechselspiel aus Spannung und Entspannung. Spannung in den Beinen, schieb die Fersen von dir weg, drück die Kniekehlen nach unten. Und so wie die Beine aktiv sind, so kann der Oberkörper entspannen. Entspann den Rückenbereich und atme dahin. Wenn wir ein bisschen spielen mit dieser Vorbeuge, dann kannst du beispielsweise das Brustbein etwas weiter nach vorn Richtung Füße schieben. Dann wird der Rücken lang. Aber interessanterweise dehnt er dann nicht mehr, der streckt sich nur noch und die gesamte Dehnung geht eher in die Oberschenkelrückseite. Die wird jetzt fest. Im Gegensatz dazu, wenn du den Rücken weiter rundest, dann entspannen sich die Oberschenkelrückseite und der Rücken dehnt sich nur. Finde hier eine Mitte, nicht ganz gestreckt, nicht ganz rund, wo harmonisch die gesamte Rückseite lang wird. Und dann vertief dich wieder zur Atmung. In die Rückseite einatmen, sie auffächern und dann entspannen im Ausatmen. Und dann komm bitte wieder nach oben in den Langsitz. Dann stützt die Hände hinter dir auf. Das kann flach sein oder auf den Fäusten sein. Führ die Schultern ein kleines Stück zurück und dann heb ganz in Ruhe dein Becken nach oben. Wir definieren die Rückseite, machen sie stark, finden Halt. Der Kopf kann sich zurücklehnen, der Raum des Herzens nach oben heben. Atme dich hoch. Und komm auch hier wieder zurück. Und zur Rückenlage bitte. Leg dich also ab. Und wenn du hier ankommst, dann leg die Arme hinter dir ab und die Beine nach vorn. Nutz die Einatmung, streck dich lang, ganz lang auseinander. Entspann dich im Ausatmen. Und nochmal bitte einatmen, strecken und wachsen.
Ausatmen, entspannen. Und ein letztes Mal ganz groß werden, in die Welt strecken und wieder entspannen. Und dann öffne die Arme zur Seite, schaff da Platz neben dir und stell einen Fuß nach dem anderen auf. Dann kannst du gerne die Beine mal ganz locker ausschütteln. Was du auch merken kannst, ist im Anschluss das Becken ein wenig zu heben, das auch mal ganz locker zu schütteln oder zu schaukeln oder die Unterlage unter dir auszuklopfen. Und wenn du das getan hast, dann lande wieder mit dem Beckenbereich und beginne mit den Beinen sanft nach rechts und links zu schwingen. Das ist wieder eine sehr schöne, sehr leichte Drehbewegung. Der Kopf kann entgegengesetzt folgen. Wenn du das vertiefen möchtest, dann schling ein Bein über das andere. Und wenn du das gemacht hast, dann wechsel, schling das andere Bein über und nach hier weiter. Ja, dann komm wieder in der Mitte an und führe ein Knie nach dem anderen zu dir heran. Greife sie, umarme sie. Auch symbolisch dich selbst. Und dann kannst du hier ganz sanft, ganz liebevoll dich weiter verwöhnen. Und dann stell die Füße bitte wieder auf, breite nochmal die Arme zur Seite aus und versetz den Raum des Beckens eine gefüllte halbe Breite nach rechts. Dann lass die Knie nach links sinken. Leg sie dorthin, wo es dir gut ist. Du kannst was unter oder zwischen die Knie legen. Finde für die Arme eine gute Haltung, auch den rechten Arm, auch die rechten Schulter. Und wenn du den Kopf wenden möchtest, dann versetze ihn vorher etwas nach links und wende ihn dann nach rechts. Dann kommt für dich genauso an, wo du jetzt sein möchtest, so wie es dir gut tut, um da innezuhalten und zu genießen. Nimm dein Körpergefühl wahr, da braucht es weniger Spannung, da kann die Entspannung mehr Raum bekommen. Und über das Entspannen des Körpers kannst du peu à peu tiefer in diese Drehhaltung fließen. Nimm auch die Atmung wahr, wie sie dich durchströmt. Sie kann dich verwöhnen. Die Entspannung vertiefen und die Haltung vertiefen. Und dann komm bitte wieder zurück zur Mitte. Dann kannst du, wenn du hier ankommst, die eine und andere Bewegung genießen, die es jetzt braucht, die dir gut tut. Und wenn du das getan hast, dann versetzt dein Beckenbereich ein kleines Stück nach links. Lass dann die Knie in den Raum nach rechts sinken. Und die Beine genau dorthin, wo es für dich gut sich anfühlt. Auch die Arme da gut ablegen, den linken Arm besonders, sodass die linke Schulter sich entspannen kann. Wenn du den Kopf wenden möchtest, versetze ihn ein Stück nach rechts und wende ihn dann nach links. Lass dich auch hier hineinschmelzen. Das ist zunächst etwas Körperliches. Der Körper kann die Anstrengung loslassen, kann sich entspannen, wird weicher und du kannst tiefer in die Haltung schmelzen. Dann nimm die Atmung wahr, wie sie dich durchströmt.
Auch sie kann diese Haltung vertiefen über die Entspannung, die sie dir schenkt. Lass dich atmen. Dann komm ich auch bitte langsam wieder zurück in die Mitte. Finde da die ein oder andere Bewegung, die dich jetzt verwöhnt. Wir gehen einen Moment nach oben in die Schulterbrücke. Stell dafür die Füße gut vor dir auf und bring die Arme zur Yogamatte. Und dann roll dein Becken bitte ein und heb es ganz langsam ein Stück hoch und komm gleich wieder zurück und kipp das Becken nach vorne aus. Und mach das weiter, komm mit jeder Runde mit dem Becken etwas höher, sodass du den Rücken verwöhnen kannst. Da steht eine Bewegungswelle vom Beckenraum hin bis zum Raum der Schultern. Hier kannst du dich auch schlängelnd und räkelnd hoch und runter bewegen. Und wenn du bei einem der nächsten Male oben angekommen bist, dann verweil dort und komm in die Schulterbrücke. Stell dir noch einmal einen Yoga-Block zwischen den Oberschenkeln vor, den du hältst. Zieh also die Beine zueinander, das definiert viel mehr Kraft im Körper. Zieh die Schultergelenke nach unten, unter dem Rücken zueinander. Zieh die Schulterblätter zueinander. Du ziehst alles zur Mitte, Schulterblätter zur Mitte des Rückens, die Beine zur Mitte des Körpers. Die Mitte wird lang, streck sie und heb dich hoch mit dem Raum des Brustkorbs und dem Raum des Herzens. Lass es atmen nach oben und finde Kraft nach unten. Und dann löse langsam wieder auf, führe die Schultern breit nach außen. Roll und räkel dich wieder zurück zur Erde. Wenn du hier ankommst, dann greif dir ein Knie nach dem anderen. Umarm dich symbolisch am Ende dieser gemeinsamen körperlichen Praxis. Und lass uns am Ende dieser Praxis die Atmung und den Körper wieder verbinden. Ich bitte dich beim nächsten Ausatmen, die Knie näher zu dir heranzuführen und einatmend die Knie nach vorn zu bringen. Dann werden die Arme lang. Mach das in deinem Fluss weiter. Lass es atmen und so wie die Atmung kommt und geht, so beweg dich dazu. Dann wird die Bewegung ein äußerliches Zeichen der Atmung. Manchmal ist die Atmung ein Fluss, manchmal entstehen kleine Pausen an den Wendepunkten. Beobachte, wie es für dich jetzt ist in diesem Moment. Und dann stell die Füße vor dir bitte auf, bring die Fersen etwas nach außen und lass die Knie zueinander sinken, zur Mitte. Und folg weiter der Atmung. Nimm wahr, wie sie dich durchströmt, wie es dich atmet. Und dann lass dich von ihr in einen Moment von Shavasana begleiten.
Leg dich da ganz in Ruhe, ganz entspannt zur Erde. Wenn du eine gute Haltung gefunden hast, die Augen sich schließen konnten, dann spür nach innen, spür die Verbindung zu dir selbst, auch die Verbindung zur Erde unter dir. Lass dich in ihren Halt hineinschmelzen. Da ist jetzt die Kraft, da ist die Sicherheit, da ist der Halt. Und die Entspannung und die Leichtigkeit ist in dir. Finde im Einatmen eine innere Leichtigkeit und Fülle. Ausatmend einen Moment des Entspannens. Entspann die Haut, die dich umhüllt. Entspann die Muskulatur darunter, sodass sie die Anstrengung und Kraft loslassen kann. Sie kann weich werden, weich und durchlässig. Entspann noch tiefer in die Strukturen deiner Knochen und Gelenke. Die Atmung wieder wahr, wie sie dich durchströmt.
Spür darüber auch das Körpergefühl, die Struktur, die Größe deines Körpers. Spür die Dinge, die du berührst. Aber auch die Dinge, die dich berühren, die Kleidung, die du hast. Sogar die Luft des Raumes. Nimm den Raum wahr, in dem du bist. Und beginne ich mit den ersten kleinen Bewegungen wieder hierher in diesen Raum zu reckeln, wieder aufzuwachen. Und lass sie größer werden, freier, lebendiger. Und entdeck einen Weg nach oben zum Sitzen. Wenn du den für dich guten Sitz gefunden hast, dann lass die Augen noch einen Moment geschlossen. Denk weniger an die Form des Sitzes, an das Äußere. Spür mehr nach innen und fühle, wie es dir nach dieser Yoga-Praxis geht. Es ist zuvorderst ein körperlicher Eindruck. Wir waren in der Bewegung, wir waren in der Kraft und Stabilität, aber auch in der Lebendigkeit und Leichtigkeit. Das verändert das Körpergefühl. Ja, es zentriert dich, es fokussiert den Körper, es definiert ihn, schenkt dir aber auch Leichtigkeit, Geschmeidigkeit, Beweglichkeit. Und so wird dein Körper ein lebendiges Zuhause, in dem die Atmung sich wohlfühlt. Ja, wir bringen sie auch in den Mittelpunkt der Stunden. Wir atmen bewusster als im Alltag beispielsweise. Wir nehmen sie wahr, vertiefen sie, lenken sie, lassen uns von ihr begleiten und führen. Und das vertieft, verändert sie im Lauf der Yoga-Praxis. Sie wird tiefer, sie wird feiner, sie wird freier. So kann sie dich jetzt atmen. Auch der Geist darf sich eingeladen fühlen, sich zu Hause zu fühlen. Ja, denn normalerweise ist er im Alltag in die Welt orientiert, in die Eindrücke, in das, was dich von der Welt von außen erreicht. Und hier im Yoga schenken wir immer die Möglichkeit, uns nach innen zu fokussieren, uns wahrzunehmen und damit auch dem Geist die Möglichkeit, ankommen zu können. Anzukommen bei dir selbst, ankommen im Zuhause. Und das verändert ihn auch. Es verändert die Art und Weise, wie du dir und der Welt entgegentrittst. Es verändert den inneren Zustand. Und diesen Blick nach innen bitte ich dich, gleichwohl auch die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander zu bringen und da wieder im Äußeren zu fühlen, wie die Hände sich berühren, wie auch die Daumen das Brustbein berühren, wie du mit dir verbunden bist. Dann lass die nächste Ausatmung tiefer kommen und dann gibt es Raum für die Einatmung. Öffne dort die Arme, im Einatmen über die Seite hoch in die Welt. Und bring ausatmend die Hände vor dir wieder zurück zum Raum des Herzens. Und das noch ein zweites Mal, bitte. Und wenn du da wieder ankommst vor dem Raum des Herzens und das mögst, dann verborg dich vor ihm, vor dir selbst mit einem Gefühl des Dankes für die Zeit, die du für dich fandest, die Erfahrung, die du gemacht hast. Und richte dich damit wieder auf. Und hier danke ich dir auch, dass du ein Teil dieser Stunde warst und wünsche dir alles Gute. Namaste.